Wenn es um die Qualität von Vorträgen geht, so wird ja immer wieder betont, wie wichtig der Publikumskontakt ist. Den kannst du natürlich kaum aufbauen, wenn du den gesamten Vortragstext dicht geschrieben auf einer A4-Seite ablesen musst. Stattdessen wird meist ein Stapel von kleinen Zettelchen genutzt mit einzelnen Stichworten drauf. Ich persönlich verwende auch das nicht unbedingt. Meist versuche ich, den Inhalt eines Vortrags so gut zu können, dass mir eigentlich die Folien reichen. Wenn ich die Folie sehe, weiß ich, was ich da dazu erzählen muss. Und außerdem habe ich immer unter den Folien in diesem Notizbereich, den man ein- und ausblenden kann, ein paar Stichworte notiert, falls ich mal den Faden verlieren sollte. Nun wäre es natürlich wichtig, dass diese Notizen während dem Vortrag auch sichtbar sind. Und das lässt sich einstellen, wenn du wie in diesem Fall einen weiteren Bildschirm angeschlossen hast oder einen Beamer. So kannst du über die Systemeinstellungen bestimmen, wie das geschehen soll. Über Anordnen siehst du diese beiden Bildschirme. Der kleine ist im Moment mein Laptop-Bildschirm. An diesem weißen Balken erkennt man, dass der der Hauptbildschirm ist, bei dem auch das Dock vorhanden ist, bei dem die Fenster standardmäßig geöffnet sind. Und im zweiten Bildschirm, du siehst, ich kann mit der Maus darüber fahren, der ist eigentlich die Fortsetzung dieses Bildschirms. Da wird dann die Präsentation formatausfüllend gezeigt. Ich könnte hier auch die Bildschirme synchronisieren. Das bedeutet dann, dass beide Bildschirme dasselbe zeigen. Das ist aber aus meiner Sicht nicht sehr praktisch, weil dann sehe ich nämlich die Notizen nicht. Ich gehe da wieder zurück. In dem Fall wäre das also das Richtige. Du kannst die Reihenfolge auch bestimmen, wenn der auf der rechten Seite sein soll, einfach rüberziehen, wenn dieser große Bildschirm der Hauptbildschirm sein soll, einfach diesen Balken auf das große Symbol ziehen. Ja, wir sind jetzt hier aber richtig vorbereitet und wenn ich jetzt diese Präsentation starte, über dieses Symbol hier unten oder über Bildschirmpräsentation und den entsprechenden Kurzbefehl, so siehst du, wird auf dem Beamer oder dem Zweibildschirm die Folie formatausfüllend gezeigt und auf meinem Laptop habe ich die aktuelle Folie. Ich habe schon die nächste Folie, ich weiß also, worauf es hinausläuft. Ich kann eine Pointe vorbereiten. Ich habe hier die Notizen, die ich in der Größe auch noch anpassen kann. Ich kann auch die Darstellung dieser Fenster in der Breite und der Höhe noch anpassen. Und hier unten habe ich die ganze Liste aller Folien. Ich kann also direkt zu einer bestimmten weiteren Folie springen. Mit Escape verlasse ich diesen Modus wieder und übrigens kannst du den auch ohne einen zweiten Bildschirm verwenden, indem du hier Referentenansicht wählst, kannst du auch zu Hause ohne Beamer schon deinen Vortrag üben. Eine weitere praktische Funktion finde ich die Zeit, die da aufgezeichnet wird, so hast du das ein bisschen im Überblick. Und dieses Stiftsymbol, mit dem kannst du sogar direkt auf der Folie etwas markieren. Ja, damit hast du ein sehr mächtiges Werkzeug zur Hand für deine Präsentationen. Aber natürlich das Wichtigste ist, dass du das Thema beherrschst und das heißt üben, üben und nochmals üben.